Krypton, ein Kanal für die wenigsten, hat eine Kommentarfrage gestellt. Krypton, ein Kanal, der so etwas wie Gehirn und am Mark erweichen des Kryptonit, der Superkräfte Supermans, allerdings hier für Philosophen zu sein scheint. Die Frage lautet, was halten Sie von diesem Syllogismus aus dem Wörterbuch des Krieges von Felix Enslin, der sich auf Lacan bezieht? Wenn die Angst nicht täuscht und damit die Wahrheit öffnet, folgt dann nicht, dass der Krieg die Angst beseitigt? Unsere Antwort lautete, da muss ich ein paar Tage nachdenken. Nach Lacan täuscht ausschließlich die Angst nicht und somit der Tod. Ob die Angst bereits die Wahrheit eröffnet, weiß ich noch nicht. Ob die dritte Schlussfolgerung zutrifft, ist so wie der Fehler Descartes, dass zwar das Cogito unzweifelhaft selbst den Zweifel einholt, ob aber das Ergo Sum, sprich das Existenzurteil, davon abgeleitet werden kann, ist sicher falsch. Wo ich denke, ist es nicht. Wo es ist, denke ich nicht. Es hätte heißen müssen, cogito ergo est. Da etwas. Cogito ergo ist da etwas, das es heißen könnte. Also, es hätte heißen können, cogito ergo ist da etwas, das es heißen könnte. Der Krieg beseitigt wahrscheinlich die Wahrheit der Angst nicht, sondern erfüllt und verwirklicht sie eher als die einzig letzte Wahrheit. Themistokles war auf der Seite der lebensvertrauenden Strategen, wenn er meinte, wenn wir doch sowieso verloren sind, haben wir doch nichts zu verlieren und können alles wagen, weil ja sowieso ... Das war nur clevere Sophistik. Die Frage bleibt immer, wie man das Einzige, das man unter keinen Umständen verlieren darf, nämlich das meineinige Erleben und Lexikon, nicht verlieren könnte. Und dafür ist der Krieg als der Vater und die Mutter aller dicken Dinger nicht geeignet. Aber ich denke noch ein paar Tage nach. Syllogistische Schlussketten waren immer schon tricky. Danke für die Botschaft. Ein paar Tage später. Man könnte den Syllogismus umdrehen, damit der Fehler im Mitglied sichtbar wird. Die Angst ist tatsächlich das Einzige, das nicht täuscht, sondern das Reale aufreißt. Aber der Krieg beseitigt nicht die Angst, sondern ist pure, kontinuierliche Angst, gleich Klaffen des Reales, Aufklaffen des Reales, Aufreißen des Reales, in solchem Abgrund die Wahrheit sich kurzzeitig eröffnet. Klammer auf. Das ist der Grund dafür, dass in der Renaissance Florenz zum Beispiel unter kontinuierlicher Angstspannung solch ein übermenschliches Angstgegenstrampelwerkschaffen stattfand. Nimmt jedoch die Angst überhand und lässt Sokrates im Torbogen wie einen Zitteraal gefrieren, erstarren, wäre die Angst schon wieder überwältigt durch die Angst selber, Schockstarre. Das ist die schlimmste der Ängste, Angst vor der Angst, ohne jeglichen Zusammenhang, führt zur Panikattacke. Das ist auch der Grund dafür, dass man in Kriegszeiten keine Depression mehr hat. Man hat einfach nicht mehr die Zeit und die Mittel und die Muße dazu. Noch zwei weitere Anmerkungen eines kurzzeitigen Rätselns. PS,
ist Felix Enslin ein Nachkomme von Gudrun Enslin? Und wer war doch gleich ihr Gevatter? Teweleit, nein, sicher nicht. Ein anderer Bader wohl auch nicht. Dann die gleich folgende Antwort nach Googeln bei Wikipedia. Danke, habe es herausgefunden. Natürlich Gudrun Enslin und Vater Bernward Vesper hatte einstmalig die Reise, das Buch von Vesper, gelesen, aber inzwischen wieder vergessen, was ich vergessen dann hatte, mit Ausnahme des Beeindrucktseins seiner Zeit. Die ganze Familiengeschichte nimmt sich aus wie die der Atreiden, zu tragisch, um in der Erinnerung bewahrt zu werden, damit die Sicherungen nicht durchbrennen, nämlich. Ich glaube, ich habe das Buch von Vesper, Die Reise, nicht ganz zu Ende gelesen. Auch das hatte mich damals überwältigt.